So, vielen Dank euch. Ich sage, ihr seid Musikteam oder wie nennt ihr euch? Musikteam. Einfach super. Schön. Ich freue mich so richtig, mit euch das erleben zu dürfen. Und mit uns zusammen. Für manche der zweite Abschnitt, vielleicht für Einzelne auch jetzt der erste Abschnitt. Deswegen macht es sicher auch Sinn, ich sage nochmal zwei Sätze zum ersten Teil, den wir vorhin gemeinsam auch inhaltlich miteinander erlebt haben. Schön, euch alle zu sehen. Zumindest hier im Saal und an der Kamera, das sage ich jetzt halt mal so nochmal, grüß Gott. Also wir hatten im ersten Teil schon mal das Thema Musik und sind drauf gekommen, um was geht's, wenn es um die himmlische, zum Himmel getragen werden, die himmlische Klänge geht. Wir haben uns einen Bibeltext vorgenommen, der auch jetzt im Mittelpunkt steht und den lesen wir miteinander. Es ist die Apostelgeschichte 16, einige Verse aus der Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis. Und jetzt lese ich gleich den Halbsatz dazu, den ich vorhin am Anfang weggelassen hatte. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block, also Bindungen. Wir hatten es vorhin auch ganz kurz davon, was es bedeutet, wenn man gebunden ist und nicht anders kann. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und jetzt kommt der Teil, der uns heute jetzt bewegt, im zweiten Abschnitt. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben. Und es war nicht nur das Erdbeben, sondern das Erdbeben hat was ausgelöst, hat was verändert. Vorhin sind wir drauf gekommen und haben überlegt, was heißt es, in aller Schlichtheit Lobpreis zu erleben, wenn wir eigentlich gar nicht loben können. Also der Paulus und Silas gebunden. Und wir haben dann gesagt, es geht darum, um die richtige Haltung. Selbst wenn wir gar keine Gitarre mehr zur Hand nehmen können, ist der richtige Lobpreis der, wenn es von der Haltung her klar ist, ich darf mich mit einreihen in all die, die Gott sowieso loben. Dazu gehört sogar die Schöpfung, Psalm 96. Dazu gehören die Mörder, die Zeugen vor dem Thron Gottes. Dazu gehören alle Generationen, die schon Gott gelobt haben und alle weltweit, die heute Gott loben. Und aus dieser Haltung raus, wenn man so will, aus einer gewissen Demut raus, weiß ich, dass ich es nicht bin, der Gott loben kann. Also Gott braucht mich nicht, sondern ich darf. Ich darf Gott loben. Und das schafft Veränderung, geistliche Veränderung. Wenn man auf Gott schaut, aufschaut und dann zu ihm hinschaut und dann kommt diese Veränderung und in dieser Geschichte kommt es so schön zum Ausdruck, weil dann brechen diese Fesseln auf. Die haben Gott nicht gelobt, damit die Fesseln aufbrechen. Das war nicht die Methode, jetzt machen wir eben Lobpreis, damit die Fesseln sich lösen, sondern sie haben Gott gelobt, weil sie wussten, er steht über allem, sogar die Ketten rasseln. Die sind sogar der Sound der Ketten, muss Gott loben. Und in diesem Bewusstsein hat dieses Lob stattgefunden. Und dann zeigt Gott, dass er die Wirklichkeit verändert. Und jetzt wird es eben interessant, weil jetzt geht es bei diesem Thema jetzt eben darum, Musik die Menschen abholt, also andere Menschen mitnimmt. Da heißt doch ganz knapp bloß, ganz kurz, dass eben die anderen Gefangenen, die hörten die beiden loben. Also wenn man so will, Musik machen, der Lobpreis, den hörten sie. Und auch der Gefängniswärter nachher lebt mit diesen Folgen und wird verändert und seine ganze Familie mit ihm. Aber nochmal, es war nicht die Methode. Es war nicht mal die Methode, dass der Paulus und Silas gesagt hat, lasst uns loben, damit die anderen Gefangenen irgendwie getröstet werden. Könnten wir ja auch machen. Lasst uns jetzt singen, damit der Trost weitergeht. Sondern sie lobten aus tiefstem Herzen und Bedürfnis raus. Ein Lobpreis, der tief beeindruckend ist. So, also das ist so das Scharnier zum zweiten Teil. Es gibt eine ganz interessante Frage. Ich finde sie zumindest interessant. Jetzt mal sehen, ob ich sie schmackhaft machen kann. Eine Frage, die lautet, die wurde mal auf dem Gnadauer Kongress, Musikkongress gestellt und da gab es einen ganzen Fachvortrag dazu. Kann eigentlich Musik, also nicht das Lied, sondern Musik, da steht ja in unserem Thema, steht ja zuerst mal Musik.
Musik, die die Menschen abholt. Kann eigentlich Musik, also Instrumentalmusik, überhaupt typisch geistliche Musik sein? Also kann sie geistlich was bewirken? Und wenn ja, warum eigentlich? Und die Frage ist absolut berechtigt. Denn wenn man nur, also einfach mal den Blick auf die Musik richtet, was so in der Musikwelt passiert, dann stellt man fest, da unterscheiden wir uns überhaupt gar nicht. Vorher kam so geschwind Musikarche als Begriff auf, hier im ersten Teil. Also die Lieder und die Musik, also die Musik an sich, die Musik, die Melodien, so muss ich eigentlich sagen, die Melodien bei den Kleinkindern, die sind keine, sie unterscheiden sich nicht von anderen Liedern. Die Musikarche ist so aufgebaut, dass man sagt, wie kann ein Kind lernen? Also Musik lernen, musikpädagogisch, da sagt man, Kinder können eben gewisse Musikabstände fassen, immer gewisse Alter, also braucht es Lieder, zum Beispiel der Kuckucksruf oder so, damit klar ist, das Kind kann das mitnehmen. Ja, das wissen nicht bloß Christenmenschen, sondern das wissen andere auch. Oder anderes Beispiel, Johann Sebastian Bach hat ganz bewusst Musik komponiert, die damals dem Ohr entsprochen hat. Natürlich hat er es auch weiterentwickelt. Aber er hat es ganz bewusst genommen, und zwar Musik, die man damals in den Konzertsälen und Opernhäusern gehört hat. Zum Beispiel bei Vivaldi. Da hat er sich ganz, weiß man, hat er sich ganz bewusst mit reingenommen und hat eben entsprechend komponiert und hat diese Musik dann mit in den Gottesdienst reingebracht. Wenn man heute Hillsongs anhört oder andere Sachen, also einfach moderne Popmusik im christlichen Bereich und wir nehmen nur die Musik und die ganze Band-Arrangements und so und hören, vergleichen das dann mit anderen, dann merken wir, das klingt zuerst mal gar nicht anders. Vielleicht qualitativ besser oder vielleicht auch schlechter. Auf jeden Fall ist es einfach die Musik, die vergleichbar ist. Es ist einfach Musik, Popmusik. Es ist einfach gute, gute Popmusik. Oder Jazzmusik oder klassische Musik. Oder auf den schönen Blick gibt es ja seit vielen Jahren auch die Schlager- und Geschichte, die es da gibt. Also, was ist es denn dann? Was macht es denn eigentlich zu geistlicher Musik? Die Antwort ist relativ einfach. Es wird dann zu geistlichen Musik, jetzt sind wir wieder bei der Haltung, wenn ich es in den richtigen Zusammenhang rücke. In den richtigen Zusammenhang rücke, dann wird es zur geistlichen Musik. Ganz krasses Beispiel, die Orgel, die jetzt hier, wir haben in unserer Gemeinschaft in der Regel keine Orgel, aber in der Kirche kennen wir es natürlich. Die Orgel hat ursprünglich seinen Sitz, das war mal ein Kriegsinstrument, also war tatsächlich ein Kriegsinstrument, das war natürlich irgendwie ein wuchtiger Kasten, der mit Luft angetrieben wurde, da mussten Leute dann pumpen und treten und da gab es Pfeifen und das hat halt Geräusche gemacht und das hat dann damals die eigenen Soldaten ermutigt, jetzt zu stürmen und die anderen hat es vielleicht erschreckt oder den Mut genommen, weil die sogar noch Musik gemacht haben. Und dieses Instrument ist in die Kirche gewandert. Und man kann ja unmöglich sagen, dass es auf dem Schlachtfeld der geistlichen Musik ist, dieses Instrumental. Aber in der Kirche hat dieses Instrument, wir verknüpfen sofort ja nur mit Kirche. Da hat es seinen Sitz bekommen, seine Heimat. Da findet dieses Instrument, diese Musik als geistliche Musik statt. Also zumindest die im Orgelmusik mögen. Alle anderen, die tun sich dann vielleicht auch wieder schwer damit. Also plötzlich bekommt es wieder seinen geistlichen Sinn. Die Trompete an sich, das ist völlig egal, ob sie im Bierzelt erklingt oder im Posaunenchor. Es ist zuerst mal eine Trompete, aber im Posaunenchor, da wird sie plötzlich zu einem geistlichen Instrument. Und viele christliche Popmusiker, die hören sich sehr bewusst an, was passiert eigentlich an Musik in der Welt, damit sie dann ähnlich die Musik nehmen können und für sich auch in Anspruch nehmen können. Ich habe mal beim Albert Frey ein Lied gefunden, das konnte ich 1:1 von allen Harmonieabfolgen zu einer sehr bekannten Popsong aus der Welt vergleichen. Ist aber gar nicht schlimm. Heute denkt man immer, das ist doch geklaut, aber es ist gar nicht unbedingt so schlimm. Früher war es eine ganz große Selbstverständlichkeit, dass man Dinge nimmt und dann für sich neu füllt, mit Inhalte in einen anderen Platz bringt und vor allem mit einem anderen Text. Mir hat mal der Theo Lehmann erzählt, vor ein paar Jahren, wie er versucht hat, eine evangelistische CD, Musik-CD, unter die Trucker
Fahrer, also Lastwagenfahrer zu bringen. Und das ist ihm nicht gelungen, weil kein Verlag mitgemacht hat. Weil er sich überlegt hat, wie kommen eigentlich diese Fernkraftfahrer ans Evangelium? Und da hat er gesagt, es muss eigentlich eine CD sein. Damals war es eben noch die CD. Es muss eine CD sein, damit die hören und dann unterwegs Evangelium über Lieder hören. Und da haben die Melodien zum Teil genommen, die erstens mal im Sound so waren, wie man sich das so vorstellt, so Trucker-Sound, die haben jetzt E-Gitarre und so. Und dann haben sie Melodien genommen, die sie sonst halt angehört haben, aber jetzt christliche Texte drauf gemacht haben. Er hat dann erzählt, dass kein christlicher Verlag mitgemacht hat, weil die gesagt haben, es lässt sich nicht verkaufen. Da hat er es irgendwie selbst über Selbstvertriebe, über Aral, wenn ich es recht weiß, oder so, über Tankstelle. Und dann ist die tatsächlich verkauft worden. Und die Truckerfahrer haben diese CD gekauft und haben über diese CD, weil der Sound in ihren Ohren gestimmt hat, das Evangelium gehört. Und sind Truckerfahrer zum Glauben gekommen. Über diese CD. Also wie ist denn das mit diesem Abholen? Hat es eine Bedeutung, dass der Sound an sich schon mal gar nicht so anders sein muss? Also es gibt keinen typisch christlichen Sound oder typisch christliche Musik oder typisch christliches Instrument, sondern könnte es denn sein, dass ich das irgendwo anders wiederfinde und dass es auch eine ganz große Chance beinhaltet? Und ich denke, ja, und jetzt haben wir nochmal 5 Punkte, wo ich gern das zeigen möchte, die große Chance, wie wir Menschen mit Musik abholen können. Das Erste ist nämlich, dass wir Menschen ein Zuhause bieten dadurch mit der Musik. Menschen sind grundsätzlich in der Musik zu Hause. Jeder von uns. Wenn man jetzt mal fragen würde, was hörst du denn so? Also mal gar nicht jetzt gleich denken an irgendwelche Chormusik oder so, sondern was hörst du denn sonst so? Vielleicht auch für Sender im Radio oder so. Dann hat jeder so seinen Geschmack. Und darum geht's. Jeder ist irgendwo beheimatet mit seinen Klängen in der Musik, zu Hause. Und natürlich, nach und nach verdichtet sich das dann vielleicht auch im Glauben. Mit Lieder kommen wir aber extra nachher nochmal drauf. Ich möchte, dass man nicht zu schnell da drauf springt jetzt. Also, ich bin vielleicht zu Hause in der Gospelmusik oder im Jazz oder ich bin zu Hause in der Klassik. Ach, wie liebe ich Mozart oder Beethoven oder wo bin ich zu Hause? Jeder hat einen Stil, eine Geschmacksrichtung, beheimatet Menschen. Und da können wir Menschen natürlich abholen. Abholen, indem man sagt, pass mal auf, da gibt's was, das gefällt dir auch. Das ist eine tolle Musik. Die tut dir auf jeden Fall gut. Es ist immer noch so, dass klassische Konzerte auch in den Kirchen unseres Landes ganz viele Menschen anzieht. Das unterschätzen wir wahrscheinlich völlig, dass es so ist. Also, Heimat geben, allein durch die Musik, da können wir Menschen abholen. Das Zweite ist, dass die Musik heilende Wirkung hat, und zwar an der Seele und am Körper. Es gibt Untersuchungen, dass bestimmte Musik bestimmte Menschen beruhigt, zum Beispiel bei seelischen Erkrankungen. Und es hat noch gar nichts mit christlichen Liedern zu tun. Es hat einfach nur mit dem Sound der Musik zu tun. Bei meinem Zahnarzt, da läuft auch immer Musik. Ich weiß nicht, also das ist irgendwie wahrscheinlich bei allen Zahnärzten inzwischen so, oder? Nicht? Also bei meinem läuft Musik, der weiß, ich brauche das wahrscheinlich, damit mein Puls runtergeht, damit ich nicht so Angst habe. Das ist einfach eine ganz normale Wirkung. Es gibt Berichte, dass Menschen durch Musik tatsächlich selber gesünder geworden sind. Auch erst recht, wenn sie selber Musik gemacht haben. Also Instrumente gespielt, gesungen haben, in Chören gesungen haben. Ganz normaler Effekt. Wir denken natürlich an Saul und an David. An diese Wirkung der Harfe, des Musizierens. Aber diese Geschichten gibt es oft. Es gibt einen Bericht von 1737, König Philipp V., von dem wird berichtet, dass er Depressionen hat und dann lädt ihn gar nicht ein, sondern kommt zufällig in der Königshof Farinelli, ein Musiker, ein Italienischer, und das bekommt er mit und den lässt er spielen, Musik spielen auf den Saiteninstrument, und zwar nicht in seinem Zimmer, sondern ein Zimmer weiter, dass er nur hört und nicht sieht. Und der König wird allein durch die Klänge, geht es ihm wesentlich besser,
wird gesünder. Und daraufhin merkt er das, dann holt er ihn rein, dann darf er im Zimmer spielen. Und dann sagt er, du musst unbedingt hierbleiben. Ich stelle dich sofort an und hat ihn zum Hofmusikanten angestellt, weil er gemerkt hat, wie gut ihm Musik tut. Musik tut einfach mal grundsätzlich gut. Wo gesungen wird, musiziert wird, wo Musik läuft, da hält man sich gerne auf. Und das ist natürlich eine ganz große Chance, auch eine ganz große missionarische Chance. Und das ist natürlich beim Thema Abholen immer das Thema. Wie holen wir Menschen ab? Wie holen wir sie ab? Am besten doch da, wo sie zu Hause sind. An der Stelle holen wir sie ab. Jetzt müssen wir uns da nicht verbiegen. Wir müssen jetzt selber nicht in unsere Gottesdienste oder Veranstaltungen Musik reinbringen, die eigentlich gar nicht unsere Musik ist. Das ist auch nicht nur gut, wenn wir versuchen, Dinge zu machen, nur damit andere denken, wir sind so. Das bringt es nicht, aber vielleicht können wir unseren Horizont so ein kleines bisschen erweitern und eher signalisieren, mich interessiert, was du für Klänge magst. Also wo bist du zu Hause, sozusagen. Ich habe seit etlichen Jahren immer ein Musikprojekt laufen in Nelmersbach. Da gibt es auch eine christliche Musikschule, also Musikschule Hoffnungsland. Da ist die Magdalene Kellermann. Und die hat im Zusammenhang mit ihrer Musikschularbeit, so wie es hier ja auch die Musikschule gibt, hat die immer im Zusammenhang immer versucht, ein Chorprojekt zu machen, so ein Mitmachprojekt. Und das machen wir seit einigen Jahren, jetzt ist nämlich mit Corona auch ausgefallen. Und dem geben wir immer ein Thema. Jetzt das nächste Thema heißt Heile Welt. Heile Welt und dann suchen wir Lieder. Und wir machen das ganz bewusst so, dass man ganz groß ausschreibt in der Presse und überall, wo es geht und sagt, wer möchte denn gern mitsingen und mitmachen in dem Chor. Das ist ein Popchor dann auf jeden Fall, aber ein Jedermann-Chor. Und die Idee ist, wir holen zu diesem Thema möglichst viele Songs rein, die irgendwas mit diesem Thema zu tun haben. Und so in der ersten Phase, die ersten 2 Monate, habe ich immer noch die Chance, dann gebe ich immer noch eine Liste rum, was für Songs kennt ihr denn so, was fällt euch denn da ein? Und dann kommt da allerhand aus den Charts. Also rein und ich gucke, was lässt sich umsetzen, um mit den Leuten zu singen. Und etwa 2/3, Hälfte Lieder, 2/3 Lieder, so etwa in dem Verhältnis, sind dann lauter Songs aus den Charts. Also keine christliche Lieder, sondern aus den Charts, wo irgendwie dieses Thema mit beackern. Und die üben mir ein und es ist ein ganz tolles Erlebnis, weil die sind da natürlich zu Hause bei den Songs, ich nur teilweise, aber ich bringe es hin irgendwie und schreibe entsprechend noch einen Chorsatz, sodass sie mitmachen können und dann sind die da und dann kommt das Konzert. Und natürlich laden die, das sind alles Leute so zwischen 30 und 50 vom Alter, die laden natürlich ihre Familie, ihre Freunde ein. Ich sage, pass mal auf, wir machen ein super Konzert. Und bei dem Konzert ist dann auch tatsächlich so, dass man immer aufgefordert wird, mitzusingen. Das heißt, die ganzen Charts, Songs, die werden dann auch immer mit noch Texte an die Wand geworfen, sodass die Leute die Halle mitsingen können. Das machen die auch. Also das ist ja richtig, da wird dauernd gesungen in der Halle. Volle Halle, die Leute haben Spaß, singen mit, sind dabei, sind zu Hause und zwar wirklich. Und mir macht es auch richtig viel Spaß. Richtig viel Spaß, weil da geht richtig Post ab. Ja? Tolle Band dabei und so. So, und aber das andere, dieses andere Drittel, das sind Songs, die möglichst vom Stil her ähnlich sind, aber die geistlich sind, geistliche Songs. Und das ist natürlich meine Hoffnung, dass in diesen Liedern die Leute beim Üben in die Texte mit reinkommen. Und so passiert es auch. Und das ist jetzt, da geht es dann mit um Lieder jetzt schon. Das heißt, die kommen damit rein, singen diese Lieder mit. Und es passieren unglaubliche Dinge. Wirklich. Also in den Gesprächen, in dem, was sich bewegt bei den Leuten. Es sind unzählige Rückmeldungen, die immer wieder sagen, ich weiß nicht, was das mit mir macht, diese Chorproben. Ich habe immer gedacht, machst du da wirklich mit da bei denen? Und ich war heute so niedergeschlagen, aber dann erleben sie diesen einen Abend, diesen einen Probeabend. Und da werden diese Lieder gesungen und eben auch diese geistlichen Lieder. Und diese geistlichen Lieder, die sind ja Realität, die sind Wirklichkeit. Das hatten wir vorher beim Paulus und beim Silas. Das ist ja nicht Methode, sondern wenn Gott, wenn Jesus als der Retter, der Erlöser benannt wird, dann passiert es ja. Das heißt, er ist es ja. Er ist ja tatsächlich, das passiert jetzt. Und trotzdem sind ihre Lieder nicht schlecht gemacht.
Ja, die Songs aus den Charts, die machen mir nicht schlecht irgendwie, so nach Mode sind nichts wert, weil es transportierte nicht mal Jesus, sondern das sind ja ihre Lieder, die bringen die mit, da sind sie zu Hause. Wir singen auch nicht alle Lieder, muss ich ehrlicherweise auch sagen. Also es muss ja irgendwie auch noch stimmen, so dass ich dahinter stehen kann, aber trotzdem sind ihre Lieder und die haben plötzlich Platz und jetzt kommt das Leben mit rein und es darf da mit reinkommen. Das soll sogar mit reinkommen. Die geben ihre Lieder, wie sie ihr ganzes Leben, nicht am Eingang ab. Hoffentlich passiert uns das nicht, auch in unsere Gottesdienste, dass die Menschen am Eingang ihr Leben ablegen, wie der Mantel. Und dann jemand anders sind drin und wenn sie rausgehen, ziehen sie der alte Mantel wieder ab. Nee, die soll den Mantel mit reinbringen, also im übertragenen Sinn. Und dann sagt, das ist mein Leben, das bin ich. Das bin ich und wir können darauf gehen, dass Jesus in ihrem Leben eine andere Wirklichkeit schafft. Eine andere Wirklichkeit schafft. Abholen heißt, nicht du musst jetzt werden wie ich, sondern abholen heißt, mich interessiert, wo bist du zu Hause? Wo bist du zu Hause? Und in der Musik kann man das wunderbar machen. Das ist eine ganz große Chance, das zu machen, weil gleichzeitig darf ich ja dann sagen, wo ich zu Hause bin. Wo ich zu Hause bin. Es gibt Situationen, wo Menschen jung zum Glauben gekommen sind. Also jung heißt jetzt wenige Zeit nur zum Glauben gekommen sind. Vielleicht 1, 2, 3 Lieder erst gelernt haben, die geistlich sind. Und dann aber in Situationen kamen, wo sie haltlos waren. Wirklich haltlos. Jetzt, was hält mich denn da? Und jetzt können wir ganz sicher sein, jetzt werden es wahrscheinlich nicht die Lieder aus den Charts sein. Sondern jetzt sind es plötzlich die Lieder, wo ich merke, das greift ja tiefer rein in mein Leben. Das setzt es ja an bei mir. Das verändert was bei mir. Das ist wie die Sehnsucht dieses Gefängniswärters, der dann reinkam zu Paulus und Silas, sagt, was soll ich tun? Sagt, was soll ich tun? Die Veränderung, die da stattfindet, die veränderte Wirklichkeit, das sprengt Mauern, aber noch viel mehr, es sprengt Herzen. Es sprengt wirklich Herzen. Und die Bedeutung des Liedes kann man gar nicht hoch genug hochhängen an der Stelle. Welche Lieder singen wir denn dann? Und welche Lieder transportieren wir? Welche Lieder halten mich im Leben? Und was ist mir zutiefst ein Anker? Welches Lied ich singe, ja, des Knecht ich bin. Welches Lied ich singe, des Knecht ich bin. Also welche Lieder sollen mich denn prägen? Und jetzt wird es ja interessant. Was sind das für Lieder für mich auch? In welchem Fächer sind die vorhanden? Wo kommen die vor, die Lieder? Haben die Halt für mich zum Leben und zum Sterben? Ich habe in 10 Jahren Pfarrdienst, Gemeindepfarrdienst, viel erlebt, natürlich in Bezug auch mit Trauer und Sterbebegleitung. Da könnte man ja ganz viel erzählen, wie arm das ist, wenn Menschen ja kein Lied haben, an dem sie sich festhalten können. Nicht ein Lied haben, an dem sie sich festhalten können. Und wie reich sind Menschen, mit denen wir auch mit den Verwandten sagen können, das und das und das Lied singen wir miteinander. Bei den Geburtstagen, wo es erlaubt war, die ganze Zeit bis jetzt auch wieder, bin ich mit der Gitarre hin. Und das wusste die dann schon immer am Schluss. Und haben gewusst, wenn der Pfarrer kommt, der kommt mit der Gitarre, da darf ich mir noch ein Lied wünschen. Manche haben auch gesagt, ich muss mir ein Lied wünschen. Aber das war halt interessant, weil dann haben wir gesungen und dann habe ich ihr Gebet gesprochen und auf einmal ist die Türe aufgesprungen. Wir waren eine Stunde da zum Gespräch, aber nach einer Stunde ein Lied, ein Gebet und plötzlich springt die Türe auf, wie die Gefängnistüre. Und dann fangen die an zu erzählen. Woher kommt denn das? Weil das Kraft hat in der Seelsorge und auch missionarische Kraft hat. Und plötzlich fangen die Menschen an zu erzählen. Interessanterweise, meine Erfahrung war eins der bekanntesten Lieder, wenn man mal so überhaupt bei Menschen unterwegs ist, bei Arbeitskollegen oder so, die sagen wir so 50 plus sind vom Alter, jetzt mal von der Idee her, ist das Lied, was meint ihr denn, welches ist denn so das bekannteste Lied, wo können die ganz schnell anknüpfen? Hat jemand eine Idee? Danke für diesen guten Morgen. Das kommt nicht von ungefähr, weil dieses Lied lief mal in den Charts. Das ist kein typisches nur Kirchenlied, sondern das ist eigentlich ein Lied, das lief in den Charts sehr lang.
anknüpfen, andocken. Das ist ein ganz einfaches Lied, aber transportiert, danke für diesen Morgen, danke Gott, für was kann ich danken? Und man ist so schnell im Gespräch da dabei. Das gilt für die jüngere Generation wahrscheinlich nicht, das Lied, aber es ist interessant, auch die jüngere Generation kennt es doch relativ gut. So eins der ganz, ganz bekannten Lieder. Ich lasse mal dabei jetzt bewenden und möchte sehr ermutigen, zu musizieren, die Musik in der richtige Horizont zu stellen und Jesus alles zuzutrauen. Das verändert Menschen, so wie es uns verändert, verändert es Menschen um uns herum. Egal, ob wir das als Programm machen, wie ich es erzählt habe jetzt länger von diesem Chorprogramm, oder ob wir es beim Besuch machen, sagt, ich singe nur ein Lied mit Ihnen oder mit dir, oder ob wir es vielleicht im Krankenbett tun, wie auch immer. Und es verändert uns. Jetzt lade ich ein, dass wir miteinander beten und wir stehen auf dazu. Vielleicht auch zu Hause. Ich weiß gar nicht, ich gehe davon aus, dass Leute auch an den Geräten sind, jetzt ganz bewusst zu Hause auch aufzustehen und vor Gott zu stehen. Herr Jesus, danke, dass du selbst in unser Leben hineinwirkst. Du bist eine Wirklichkeit mit Sprengkraft. Du bist unser Lied. Schenk, dass es so sein soll, dass es über unsere Zunge kommt, auf unserem Herz liegt, dass wir durchdrungen sind von dir, auch wenn wir es gar nicht immer formulieren, sondern dass wir Getriebene sind, Angetriebene, Gehaltene in dir. Herr Jesus, danke für jedes Lied, das uns tröstet. Danke für jedes Lied, das uns aufweckt und voranbringt. Danke für Klänge, die es in dieser Welt gibt, in so vielfältiger Art und Weise, die alle von deiner Kreativität zeugen. Danke, dass du der bist, der Schöpfer aller Dinge, auch dieser Dinge. Und jetzt kommen wir zu dir, auch mit den Menschen, die uns jetzt vor Augen stehen, auf dem Herz liegen. Bitten dich, dass du sie besonders segnest, auch die, denen es nicht gut geht. Warum auch immer, die gebunden sind, die krank sind, die verzweifelt sind, die verstritten sind. Herr, erbarm dich drüber. Und danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Und dass wir dich bitten dürfen, schenk uns ein Wort ins Herz, schenk uns ein Lied ins Herz, das uns selbst aufrichtet, voranbringt, einen Weg öffnet und die Türe öffnet. Hab Dank dafür. Ich bitte dich für diesen Ort hier, für die Silberburg. Ich bitte dich für die Orte drumherum, den Bezirk, wo jeder sein Zuhause hat. Danke, dass du dort und hier und überall der bist. Ich bitte dich für die Häuser, in denen wir wohnen. Erbarm dich drüber. Wir dürfen dich für den Verband bitten. Du weißt, wie viele Fragen entstehen. Hab Dank, dass du das alles siehst. Herr, wir legen vor dich unsere Arbeitskollegen, Mitschüler, Mitstudenten, unsere Nachbarn. Danke, dass du sie siehst. Jetzt bringen wir all das, was wir mitgebracht haben und zum Gebet werden soll, mit deinen Worten vor deinen Thron. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.